Die Donau entlang führe ich euch heute nach Thalfingen. Ich selber durfte dort 4 Jahre Pfarrer sein, 2010 bis 2014. Die St. Thomaskirche ist geöffnet, jeden Tag, jetzt bis Ostern. Walter Zick aus Unterelchingen, ein Freund, zeigt dort Bilder des Leidens Christi, die zur Sympathie einladen, das heißt wörtlich zum Mitleiden. Wir leiden mit ihm, er leidet mit uns und sagt, ein jeder nehme sein Kreuz auf sich. In der Kirche auch der segnende Christus, nachempfunden dem Auferstehungsbild von Matthias Grünewald, ein besonderes Altarkreuz, das der Walter auch gemalt hat. Ja, die St. Thomaskirche mit den vielen weißen Wänden ist gleichzeitig eine Kunstkirche des Dekanats. Wenn ihr kommt, übt vielleicht Wolfgang Güdinger an der Orgel. Zu den Bildern lese ich einen alten Text, etwa 150 nach Christus, von Justin, dem Märtyrer. Das Kreuz ist das erhabenste Sinnbild seiner Kraft und Herrschaft. Wie es sich auch in den sinnfälligen Dingen zeigen lässt. Die Erde wird nicht gepflügt ohne die Werkzeuge in Kreuzgestalt. Und die menschliche Gestalt unterscheidet sich von den unvernünftigen Tieren durch die aufrechte Haltung und die Möglichkeit, die Hände auszustrecken, sowie dadurch, dass sie im Gesicht von der Stirne vorspringend die Nase trägt, durch die beim Lebenden der Atem geht und die nichts anderes zeigt als die Figur des Kreuzes. Ich finde das Wort Christi stärkend, weil es gleichzeitig Hilfe bedeutet, wenn es mal drauf ankommt, ein jeder nehme sein Kreuz auf sich. Euer Ernst.